herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich fahre heute mit Milena nach Flensburg. Wir machen so ein bisschen Girls-Trip und halt mal wieder Wohnungen besuchen und so. Falls ihr mich nämlich noch nicht kennt, ich studiere in Flensburg und habe aber gerade Semesterferien. Und deswegen fahre ich jetzt mit einer Freundin hin. Ich habe mir gerade ein sehr gesundes Frühstück gemacht. Und zwar nur Bits und Cappuccino. Und ich schneide jetzt erstmal noch ein Video zu Ende, das heute online gehen soll. Und dann melde ich mich später nochmal bei euch. Wie ihr wahrscheinlich sehen könnt, habe ich gerade geduscht. Ich habe vorher noch das Video zu Ende geschnitten. Den Vlog leider noch nicht ganz fertig. Den schneide ich dann wahrscheinlich noch in Flensburg. Ich kann euch mal ein cooles Outfit zeigen. Richtiges Traveler-Outfit hier. Die Hose hier habe ich wieder von Oceans Apart bekommen. Ich kann euch auch nochmal das ganze Set zusammen zeigen. Und zwar ist das hier jetzt das Lucky Set. Das ist in Blau, wie man wahrscheinlich sieht. Und hier gefällt mir erstmal die Farbe mega, weil, ich weiß nicht, ich finde Blau steht mir eigentlich echt gut. Deswegen habe ich mir das auch ausgesucht, weil ich hatte vorher schon das gleiche in Grün und in Lila, also so einem leichten Lila. Und wollte jetzt aber noch das Blaue haben, weil mir diese Passform so mega gut gefällt. Also ich mag erstmal dieses Material und dann mag ich diese Oberteilform mega gerne. Also das andere mit den Bändern unten mag ich zwar auch, aber und ich fühle mich immer richtig sportlich, wenn ich die anhabe. Finde die aber auch generell mega einfach, um sie so zum Chillen anzuhaben. Und Blau ist ja auch so eine Farbe, die kann man ja auch nochmal im Alltag tragen, ohne dass es so mega krass auffällig ist. Ich nehme euch jetzt einfach nochmal kurz mit, wie ich jetzt meinen Koffer weiterpacke, weil ich habe mir hier eine Liste geschrieben und Milena und ich wollen eine Stunde los. Also muss ich mich ein bisschen sputen, wie immer. Man kennt mich, ich bin immer zu spät. Liebs. Ich wollte mich nochmal beim Sponsor des heutigen Videos bedanken. Das ist nämlich Oceans Apart. Ich habe genauso wie letzte Woche auch noch einen Code für euch von Oceans Apart. Den kann ich euch gerne einmal in der Infobox da lassen und ich blende ihn auch hier einmal ein, beziehungsweise habe ich wahrscheinlich schon eingeblendet. Mit meinem Code bekommt ihr 35% auf eure gesamte Bestellung und das sogar ohne Mindestbestellwert. Ich blende euch das hier auch nochmal ganz kurz ein, wie das dann aussieht. Wenn ihr da meinen Code eingebt, was ihr da sparen könnt. Ich trage die Sachen von denen mega gerne und habe mich mega gefreut, als die E-Mail für die Zusammenarbeit kam, weil ich halt eben schon vorher mega gerne in den Sachen Sport gemacht habe. Das heißt, falls ihr mal wieder Lust habt auf ein neues Sportset oder falls ihr euch auch motivieren wollt, mehr Sport zu machen, dann finde ich neue hübsche Sportklamotten eigentlich immer, das ist dann so eine Motivation. Weil wenn man schon das neue hübsche Set hat, dann möchte man das ja eigentlich auch unbedingt anziehen und benutzen und dafür muss man dann ja Sport machen. Deswegen, ja, denkt da gerne drüber nach. Und ich würde sagen, wir machen dann jetzt einfach weiter mit dem Rest des Videos. So, mein Koffer liegt da unten. Und meine Liste habe ich hier. Was brauchen wir denn? Wir brauchen Brille. Check. Kontaktlinsen habe ich drin. Check. Buch. Keine Ahnung, wo das ist. Suche ich gleich. Oceans Apart Set habe ich an. Check. iPad habe ich in der Hand. iPad-Aufladekabel. Hier zusammen mit dem Laptop-Aufladekabel. Check und check. Kamera benutze ich gerade. Kamera-Aufladekabel. Check. Klamotten. Pullover. Sweatshirt-Jacke. Obwohl, ich glaube, die ziehe ich gleich an. Jacke. Zwei Hosen. Wahrscheinlich nur, weil ich mich nicht entscheiden kann, welche Hose ich anziehe. Dieses Oberteil hier. Und ich glaube, das war es dann auch schon. Den Rest habe ich da. Also, was man kam. Müllbeutel. Spielmittel. Mit Plastiktüte, damit es nicht ausläuft. Weintrolle. Also, was man kam, kann ich abhaken. Jetzt habe ich hier noch ein bisschen Essen und Smoothie-Behälter. Das gucke ich mir gleich mal an. Hello. Ich bin fertig jetzt mit Koffer packen und eigentlich auch mit Aufräumen und so. Ich habe mein Bett gemacht. Hier steht mein Koffer. Und ich warte jetzt eigentlich nur noch auf Milena, beziehungsweise ich weiß gar nicht, wie wir das machen mit Fahren. So weit sind wir noch nicht in unserer Planung, aber es soll in so 5 Minuten losgehen. Wir haben es nach Flensburg geschafft, nachdem ich meinen Schlüssel zu Hause vergessen habe und wir gefühlt nochmal umdrehen mussten, als wir schon längst losfahren. Also danke an meine Eltern, die den noch vorbeigebracht haben, als wir es in der Mitte getroffen haben. Und jetzt haben wir gerade erstmal die Küche vom Biomüll befreit. Das war auch eine leckere Aufgabe. Ja. Und jetzt gibt es gleich was zu essen. Wie alle Biologen. Man lernt hier was über Schimmelarten. Ja. Und gleich gibt es erstmal Wein. Richtig geil. Also Weinschorle haben wir gekauft. Richtig Bock. Guten Morgen. Wir haben gestern noch fleißig Honey und Nanny geguckt und After Passion haben wir geguckt. Jetzt haben wir gerade schon gefrühstückt und habe mich fertig gemacht. Hab meine hotten Hausschuhe wieder. Ich liebe sie. Jetzt gehen wir gleich wahrscheinlich einkaufen. Wir haben schon eine Liste und so einen groben Plan gemacht, was wir ungefähr essen wollen. Und ansonsten denke ich, gehen wir gleich einfach los und gucken mal, was so schön es gibt. Ich muss noch Zähne putzen und wir müssen nachher noch abwaschen. Aber und Müll rausbringen. So, unser Shopping-Trip war sehr erfolgreich. Ich muss kurz von meinem Erlebnis da erzählen. Mhm. Ich habe nämlich gerade einfach bei New Yorker 4 Teile für 44 Euro gekauft, weil die eine Hose, also ich habe 2 Hosen gekauft, muss man dazu sagen, und halt 2 Oberteile. Und die eine Hose war einfach runtergesetzt auf 10 Euro und ich habe es gar nicht mitbekommen. So geil. Ich habe jetzt hier eine gefühlt komplett neue Garderobe mit meinen 4 Teilen. Nächstes Highlight, wir haben, das finde ich ist auch ein Highlight, wir haben diesen Schnittlauch-Dip gefunden, also diesen Sour Cream Schnittlauch-Dip, den es bei McDonald's gibt, haben wir in der Flasche gefunden.
Das ist auch mein Achievement of the Day, würde ich sagen. Okay, nein, das Achievement of the Day sind schon die Dingsens, die Sachen von New Yorker. Ja, das ist da hinten. Das riecht sogar. Also es riecht um Welten besser als das Lilane. Das riecht eklig, das Lilane. Ja, es riecht echt voll gut. Sascha, Flamingo. Was machst du denn hier? Ja. Jetzt machen wir uns wieder auf den Weg zurück, denn wir haben richtig Hunger. Wir haben Pommes gekauft. Es gibt gleich Pommes. Ja. Richtig Bock. Jetzt guckt euch mal die geilen Pommes hier an. Und jetzt stellt euch vor, man hat richtig Hunger. In der Situation sind wir nämlich gerade. Ja. Hier unser Fancy Dinner. Wir haben so ein TikTok-Rezept nachgemacht. Das ist mit Paprika und Hähnchen. Mal gucken, ob es schmeckt. Aber bestimmt. So, wir wollen jetzt gleich los. Kann ich sagen, dass wir in eine Shisha-Bar gehen oder ist asozial? Wir gehen in eine Bar. Wir gehen in eine Bar. Ich habe mal meine neue Hose angezogen. Und ich habe festgestellt, ich brauche einen neuen Spiegel hier. Der ist irgendwie doof. Also ich will einen ordentlichen Spiegel haben hier. Einen größeren. Ich habe da ja noch ein bisschen Platz. Und da kann der dann hin. Guten Morgen. Wir haben eben gerade schon richtig schön gefrühstückt. Das habe ich immer als Story gepostet, falls euch interessiert. Und jetzt gehen wir wahrscheinlich gleich raus, nochmal ein bisschen in die Stadt. Vielleicht nochmal ein bisschen shoppen, mal sehen. Das ist gerade erstmal so der Plan. Ich kann euch kurz mein Outfit zeigen. Die Schuhe gehören natürlich dazu, na klar. Einmal diesen Pulli hier und die Hose, die ich gestern neu gekauft habe. Wie fokussiert das nicht? Voll komisch. Egal. Let's go. Wir sind vom Shoppen schon längst wieder da. Haben wir eben gerade noch einen Film geguckt. Und jetzt sind wir on the way, Laura abzuholen. Die kommt nämlich mit dem Bus, ne, mit dem Zug. Bus, Zug, beides, keine Ahnung, am Bahnhof an gleich. Hello. Und da wollen wir jetzt hin, um sie abzuholen. Jetzt ich auch wieder große Kennerin, also nicht, aber so richtig ein bisschen assi schon mit der Jogginghose. Ja, same. Aber grüne Paprika mag ich nicht. Good morning, in the morning. Nicht mehr morning, ist es schon Nachmittag gefühlt. Ja. Es ist kurz nach zwei. Wir haben vorhin noch mega lange gefrühstückt. Und jetzt mache ich mich gleich noch fertig, weil wir wollen nachher gleich los. Eigentlich in so einer halben Stunde. Muss ich hier ein bisschen hurryen. So, ich würde sagen, ich mache mich dann jetzt erstmal fertig. Und dann melde ich mich einfach gleich bei euch, wenn ich ein bisschen ready bin. So, wir sind soweit ready. Müll ist alles rausgebracht. Mein Zimmer sieht auch mal wieder ordentlich aus. Ich bin voll erstaunt hier. Okay, also der Korb steht da noch, den mache ich mal anders. Das ist mein neuer Mantel hier. Und dann fahren wir jetzt gleich nach Hause. Meine Haare sind noch ein bisschen nass, deswegen habe ich meine Mütze noch auf. Yes. Ihr habt ja vielleicht, wahrscheinlich, I don't know, ein bisschen mitbekommen, dass ich in Flensburg ein bisschen geshoppt habe. Ich bin übrigens gerade in Hamburg. Da kommt auch noch ein Vlog zu in den nächsten Tagen. Nächste Woche? Ich glaube nächste Woche, wenn ich richtig geplant habe. Und ich wollte jetzt nochmal ganz kurz so eine Art Anti-Haul machen. Obwohl Anti-Haul ist, glaube ich, eher, wenn man Sachen aussortiert hat. Aber ich habe mir halt überlegt, ein Fashion-Haul zu machen mit den Sachen, die ich gekauft habe. Das heißt, die zeige ich euch jetzt noch nicht, sondern dann erst in einem späteren Video. Aber ich dachte, ich zeige euch vielleicht mal die Sachen, die ich anprobiert, aber nicht gekauft habe. Weil ich das eigentlich auch manchmal ganz interessant zu sehen finde. Was man sich vielleicht erst ausgesucht hat und wie es dann vielleicht doch gar nicht so gut an einem aussah. Das erste Outfit ist einmal das hier. Und zwar ist das mit dieser schwarzen Anzughose. Also den Pullover habt ihr ja wahrscheinlich schon voll oft bei mir gesehen. Den trage ich auch mega, mega gerne. Das heißt, es geht um diese schwarze Anzughose, würde ich sie jetzt mal betiteln. Die ich zwar eigentlich mega schön fand, aber irgendwie hat es mich nicht so vom Hocker gehauen. Also ich möchte schon im Moment so ein bisschen mehr so auf Basics umsteigen, was so Fashion angeht. Weil ich finde, man kann das halt dann irgendwie alles mega gut kombinieren und braucht gar nicht so viele Klamotten. Sondern kombiniert einfach irgendwie fröhlich hin und her und hat immer irgendwie was Schönes anzuziehen. Deswegen habe ich sie auch überhaupt anprobiert. Sie saß eigentlich auch echt ganz schön und sie war auch nicht zu lang. Das ist immer ein bisschen mein Problem bei Hosen, weil ich halt eben so klein bin und dadurch kurze Beine habe. Obwohl, also ich habe eigentlich nur kurze Beine. Mein Oberkörper ist eigentlich gar nicht mal so klein, für meine Körpergröße zumindest. Die Hose hat mich nicht so richtig vom Hocker gehauen. Ich möchte aber eigentlich schon echt nochmal gerne so eine haben. Also ich mag so auch mega gerne Jeans, aber ich finde so lockere Hosen auch echt sehr, sehr chillig, muss ich sagen. Dann habe ich hier diese Bluse und die Hose tatsächlich. Die Hose habe ich nämlich in zwei verschiedenen Größen anprobiert. Und zwar einmal in M und einmal in S. Weil die in S so mega, mega klein aussah. Und deswegen dachte ich mir, ich probiere sie einmal in S und einmal in M an. Und dann habe ich sie direkt zuerst in M angezogen, weil ich mich selber nicht deprimieren wollte, wenn sie mir in S viel zu klein ist. Also ihr seht ja auch, die war dann auch wieder unten ein bisschen zu lang und hat irgendwie nicht so die schöne Figur gemacht. Aber ich finde, Hosen kaufen ist irgendwie generell so ein Struggle.
Ich mag das eigentlich auch nicht so gerne und ich freue mich immer, wenn ich so eine Hose gefunden habe, die ich richtig gerne mag und dann trage ich sie gefühlt ständig, also vor allem was so Jeans angeht. Ja, und dann habe ich noch dieses Top hier. Ich fand die Farbe mega, mega schön und deswegen habe ich es auch anprobiert, weil die Farbe mich richtig vom Hocker gehauen hat, muss ich sagen. Die Farbe selber stand mir halt auch mega gut. Die Form von der Bluse hat mich halt einfach irgendwie nur dick gemacht. Also es hat einfach voll aufgetragen. Es war irgendwie keine schöne Form. Ich weiß nicht, die ist es nicht geworden, obwohl ich sie eigentlich schön fand, so vom... von der Farbe her und auch vom Stoff her. Der Stoff war halt mega angenehm. Nur ich muss halt ganz ehrlich sagen, die Bluse, die war es nicht. Dann habe ich hier noch diese Lederleggings. Das kann man jetzt nicht so krass gut erkennen. Auf jeden Fall hat sie voll Falten geschlagen. Das heißt, ich hätte sie höchstwahrscheinlich noch einfach in einer anderen Größe anprobieren müssen. Ich habe aber halt schon eine Lederhose. Das heißt, wenn ich Lust auf Leder hätte, würde ich wahrscheinlich einfach die anziehen. Dann brauche ich halt eigentlich nicht noch unbedingt noch eine Lederleggings. Obwohl ich da schon noch mal Bock drauf hätte, so eine auch noch mal im... meiner Kleiderschranksammlung aufzunehmen, weil man die auch sehr vielfältig kombinieren kann, finde ich. Aber jetzt, wenn sowieso der Frühling kommt und so weiter, werde ich wahrscheinlich sowieso eher so hellere Farben anziehen und so. Und ich weiß nicht, ob dann Leder unbedingt noch so passt. Und das war es dann auch schon mit den Sachen, die ich nicht gekauft habe. Falls euch jetzt noch interessiert, welche Sachen ich gekauft habe, dann schaut gerne bei einem meiner nächsten Videos vorbei. Da zeige ich euch nämlich demnächst nochmal, welche Sachen ich mir dann tatsächlich gekauft habe. Ich verabschiede mich dann jetzt auch schon von euch. Das Video hier geht gleich online. Es ist gerade 11.55 Uhr und ich denke mal, ich schneide das jetzt und stelle es dann online. Schaut gerne nochmal in die Infobox. Da verlinke ich euch nochmal meinen Code von Oceans Apart und gleichzeitig auch nochmal den Link zur Website. Und dann sehen wir uns hoffentlich am Dienstag zu einem nächsten Video wieder. Tschüss!